Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch. Heute mit der lieben Irene. Und heute habe ich auch die ganz große Beckenschale mitgenommen und habe sie jetzt am Anfang angespielt, weil die große Beckenschale, irgendwie verbinde ich sie sehr mit dir, Irene. Irene. Magst du uns erzählen, wie bist du zu uns gekommen? Ja, also bei mir war es so, dass ich das erste Mal Erfahrung mit den Klangschalen im Zuge einer Reiki-Ausbildung gemacht habe. Da hat mir die Reiki-Lehrerin damals auch eine größere Klangschale auf den Bauch gestellt, hat sie angeschlagen. Und das war für mich unglaublich. Also die Töne und die Vibrationen und dann auch die Entspannung, die ich gespürt habe und war hin und weg und wo man das kriegt und woher das kommt und was weiß ich. Und ist aber dann eigentlich nicht weiter vertieft worden. Ja, also es war diese Erfahrung, die ist für sich gestanden. Und dann im Jahr 2017 war es so, ich war selber persönlich in einem ziemlichen Umbruch, war auch von meinem Arbeitsumfeld. Ich arbeite eben 40 Stunden im Managementbereich und also die Woche 40 Stunden und war ziemlich gestresst und bin dann über die Klangschalenausbildung von der Bettina gestoßen. Und das lustigerweise, also nicht einmal, sondern 4, 5 Mal hintereinander, wie das so ist im Leben. Und dann habe ich mir gedacht, ah ja, das war das, die Klangschale damals vom Reiki. Und das hat mich so angesprochen und auch die Inhalte, die verschiedenen Inhalte. Und dann noch der Wunsch, wieder mal in einer Frauengemeinschaft zu sein. Also in diesem Fall waren lauter Frauen in diesem Kurs angemeldet. Und ja, und dann habe ich mich kurzerhand angemeldet und ja, und bin dann mit klopfendem Herzen zur ersten Einheit dann erschienen bei dir. Ja, ich kann Ja. mich noch gut erinnern. Ja, und ich kenne dich ja, also ich weiß ja, dass du ein sehr dynamischer, lebendiger Mensch bist. Und ich weiß aber, dass, so wie du es auch erzählt hast jetzt auch, dass du sehr am Anfang so zurückhaltend warst. Und das finde ich auch sehr spannend, weil das ist auch so eine Energie von mir. Also viele glauben, ich bin, dadurch, dass ich so viel in vielerlei Dinge bin, dass ich da so auch so easy cheesy in so Gruppen reingehe, aber das bin ich gar nicht. Also ich bin auch immer eine, die gehe vorsichtig rein, ich bleibe mal am Rand, ich schaue mal, welche Menschen sprechen mich an, wo finde ich Gleichgesinnte und das braucht manchmal einfach so seine Zeit. Genau. Und da haben wir sehr, etwas sehr Ähnliches in unserem Muster. Ja. Na, es braucht Vertrauen, ne? Also gerade in so Gruppen und es geht halt bei der Klangschalenausbildung nicht daran vorbei, dass man sich mit sich befasst, dass man sich ein bisschen aufmacht. Und das ist doch eine Vertrauensarbeit, die man auch leistet. Und es ist aber unglaublich, wie man, also mit welchen tollen anderen Menschen man zusammenkommt. Und auf welche Art man sie kennenlernt, also ganz unkonventionell, ganz anders ist, wie das normalerweise im normalen Leben ist, über Job oder über Familie, über was man sich halt sonst definiert. Und gerade, das ist eine Ausbildung, in der man wirklich auf sich und sein Wesen, das Wesen steht einfach im Mittelpunkt. Und man lernt sich kennen, es eröffnen sich derartig viele Dimensionen, also in jeder einzelnen Einheit war das so, viele neue Türen machen sich auf, man fährt irrsinnig viel, einige Sachen nimmt man sofort auf, andere bleiben im Hintergrund, die kommen dann Monate, Jahre später, dass man sich dann denkt, dass man dort dann wieder anknüpft, aber es ist immer eine tiefe Begegnung und diese Ausbildung umfasst so viele Bereiche. Also ob das ist in Richtung also Meditation, nicht? Also dieses durch die Klangschalen geleitete Meditation oder einfach nur tiefe Entspannung oder auch wie wir die Akupunkturpunkte durchgemacht haben mit der Stimmgabel, die Meridiane, wie du uns das erklärt hast und was da passiert ist mit dieser, sage ich, Mini-Stimmgabel auf einen Punkt aufgesetzt und das geht durch den ganzen Körper. Und das geht eben nicht nur dir so, sondern allen anderen auch. Das heißt, du kannst dich dann wunderbar austauschen und du hast ein Gemeinschaftserlebnis und das vertieft das Ganze noch enorm. Ja, voll. Ja, voll schön, wie du das
erzählst. Und ich fühle mich da auch immer so dankbar, dass ich diese Arbeit machen darf, dass ich diese Räume anbieten darf. Weil es ist ja nicht nur so, dass ich mein Wissen weitergebe in den Ausbildungen, sondern ich habe ja auch einen Nutzen dabei, so wie du es ja sagst. Also diejenigen, die im Raum sind, die werden ja dann auch mit den Klangschalen bespielt. Und das ist das, was wir auch erlebt haben in der Begleitung von Menschen, nicht, wo wir sagen, wir lernen zwar Techniken und Methoden, wie man Klänge richtig anspielt, worauf man achtet, wenn man sie auf den Körper stellt und, und. Aber wir sind in dieser Arbeit ja voll im Feld mit dabei und können das ja genauso mitgenießen. Also wir kriegen ja quasi auch etwas mitgeschenkt. Und es ist auch so, also wir hetzen uns da nicht mit irgendwelchen Techniken durch den Raum oder sonst etwas, sondern auch wir als Praktikerin, als Gebende dürfen in die Ruhe kommen und uns Zeit lassen, bis wir den nächsten Anschlag bei einer Klangschale machen oder bis wir einmal rundherum gehen um den Tisch mit der Klangschale, indem wir sie achtsam im Aurafeld anspielen und, und. Also es ist ja auch gleichzeitig etwas sehr Wohltuendes und Beruhigendes für uns selbst. Und für den Liegenden ist es ja, dass er oder sie ja voll im Prozess ist. Das ist nochmal so ein Stückchen der Unterschied. Ja, das hat mir auch am besten gefallen. Also es war diese Achtsamkeit, also sich selbst gegenüber und aber auch demjenigen, dem du etwas gibst. Und das ist, finde ich, eben bei den Klangschalen besonders schön, dass du eben auch bekommst, weil du eben die Schale spürst, du hältst sie in der Hand, du hörst sie. Und ich glaube, es ist ganz einfach wie vorprogrammiert, dass auch derjenige, der diese Klangschalenbehandlung gibt, auch in einen Entspannungszustand fällt. Und auch dann, also das, was ich auch gelernt habe, ist, dieser Intuition vertrauen zu dürfen. Also obwohl man am Anfang natürlich lernt, gewisse Schemata lernt oder Schemen lernt, wie halt was Gescheites zu machen und welchen Sinn halt etwas hat, wie erden oder hochbringen oder wie auch immer. Aber du lernst die Intuition, und die ja fast alle von uns haben, aber die oft sehr tief verschüttet ist, eben durch Beruf und durch das ganze Außenfeld, einfach der Intuition zu trauen. Und so gibst du auch eine Klangschalenmassage. Das heißt, es ist auch oft so, dass du dann selber dabei gar nicht mehr so viel denkst oder dir jetzt was überlegst. Du greifst auch oft zu den richtigen Schalen. Außer derjenige sagt, was er gerne möchte. Aber wenn da nichts kommt, dann greifst du zu dem. Und oft ist es so, dass es also sehr, sehr entspannend und heilsam für beide ist. Also sind beide dann in einem ganz eigenen Feld. Und für mich war so der Aha-Effekt, wie ich bei meinem Mann einmal geübt habe. Und mein Mann ist eben auch eine Person, die es eigentlich nicht sehr gern mag, wenn man an ihm körperlich irgendetwas tut. Und der auch sehr also verkopft ist, sage ich, kopflastig. Und wie auf ihn diese Schalen dann gewirkt haben und wie er dann, also wirklich innerhalb von 20 Minuten, also so eine Anwendung dauert ja so rund 40 Minuten, eine Seite 20, andere Seite auch, und wie er da runtergekommen ist. Und ich habe ihn dann gefragt, wie geht's da jetzt? Und er hat gesagt, in seinen Worten, ich bin in einem ganz anderen Film. Also ich bin wie durchgeputzt. Und das sagt er normal nur, wenn er laufen geht, also Kopf frei bekommen, nicht? Und er war auch der, wie wir in London waren, also das kann ich herzeigen, da sind wir bei einem Shop vorbeigegangen und die haben Klangschalen gehabt. Und er hat gemeint, na schau, das sind Klangschalen. Ich habe gesagt, brauche ich nicht, habe ich schon. Ne? Und dann hat er mich mehr oder minder in diesen Shop hinein, und das war ein tibetischer Shop. Und da ist dann der Besitzer gekommen, und er hat gesagt, also das ist eine Healing Bowl, und wir haben die dann angeschlagen, und die ist also vom Spektrum her sehr, also sie ist relativ dick und sie ist auch nicht so fein gearbeitet, aber sie ist vom Spektrum her, umfasst die eine ganze Welt. Also, und die nehme ich auch zum Beispiel gern mit, wenn ich wegfahre.
Also rein für mich, dass ich etwas habe, und das müssen jetzt nicht stundenlange Meditationen sein, das kann einfach sein, dass ich sie daneben habe und anschlage. Und das ist so schön. Diese Schale, also ich liebe sie, das ist wirklich, oder wie du uns damals das, wie Schalen entstehen, auch erzählt hast in dem einen Kurs, nicht, dass jede Schale von einer alten Schale einen Teil hat, so wie wir Menschen alle was von unseren Vorfahren haben und wie die dann gegossen wird und so. Voll. Und ja, also es ist wirklich, und das war aber eben für mich der Beweis, dass selbst bei jemandem, der, wie soll ich sagen, so in einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Level ist, ja, das total entspannend sein kann von meinen Kindern. Also die sind beide mittlerweile auch erwachsen, aber von denen rede ich gar nicht, weil die haben sich so entspannt, die sind dann kaum hochgekommen. Also die waren wirklich weg. Ja. Aber ja, es ist halt auch von Freundinnen, die, ich habe eine Freundin, die hat eben durch Blutungsstörungen, der ist immer so kalt. Und die, also da habe ich während dem Bespielen gemerkt, wie die immer rosiger wird und immer wärmer. Und die hat mir dann im Nachhinein gesagt, sie wollte gar nicht mehr aufstehen. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also du verlierst Raum und Zeit, kannst keinen Gedanken fassen. Ja, also du kannst keine Einkaufsliste oder so irgendwas durchgehen. Und das ist einfach nur schön. Und ja, es ist ein Geschenk. Also ich muss wirklich sagen, eine Klangschale zu entdecken oder Klangschalen ist ein Geschenk. Ja, also du erwähnst da jetzt auch, finde ich, sowas ganz Wichtiges, nicht? Gerade in der heutigen Zeit, wo so viele im Kopf denken, organisieren, planen, die Kinder, die Arbeit und, ja. Und viele leiden einfach wirklich mittlerweile an Erschöpfungszuständen, ja. Und kommen nicht mehr zur Ruhe, finden nicht mehr in den Schlaf, weil in dem Moment, wo sie sich niederlegen, läuft das Werk da oben weiter. Und meine Erfahrung ist auch, dass das Wunderbare ist bei der Klangschalenmassage, dass du musst es nicht verstehen, was jetzt im Moment passiert. Ja? Lediglich die Zeit, die du dir selbst schenkst, um zu jemandem zu gehen, der ein bisschen eine Ahnung hat, wie Klänge auf den Körper wirken, wie sie unterstützend in unseren Prozessen arbeiten können. Das ist gut, dass du das weißt und dass du dieses Vertrauen zu diesen Menschen auch hast und dass du dich dann hinlegen kannst und dann dem Körper vertraust, dass er weiß, wie er sich in die Selbstregulation, in die Ruhe, in die Ausgeglichenheit, in die Balance selbst wieder zurückbringt. Und wir glauben oft, gerade wenn wir so gestresst sind, jetzt müssen wir Yoga noch machen, damit wir extra irgendwie was Gutes für unseren Körper tun. Und jetzt müssen wir 3 Stunden spazieren gehen, täglich durch den Wald oder Schritte sammeln oder ich weiß nicht was. Und wir vergessen ganz, dass diese Pausen so wichtig sind, dass wir sie uns selbst geben, dass wir uns selbst auch wieder diese Oasen der Stille selbst ermöglichen. Und die Klänge sind einfach nonverbal. Ja? Also ich hab eine Klientin einmal gehabt, die hat gesagt, am Anfang, wie sie sich hingelegt hat, hat der Kopf noch gerattert. Also das und das muss ich noch machen heute nach der Behandlung bei Bettina, da gehe ich noch dort und dorthin. Und dann hat sie gemerkt, von Mal zu Mal, umso öfter eine Klangschale angespielt worden ist, sind die Gedanken ruhiger geworden. Und sie ist tiefer und tiefer eingesunken, so wie du das schön vorhin von deinem Mann auch erzählt hast. Und dann passiert so etwas, wo sie sagen, ich habe alles mitbekommen, was du gemacht hast, und doch war ich irgendwie ganz woanders. Ich war in so einem ganz tiefen Zustand. Ja, und das Spannende ist ja auch dabei, also sage ich jetzt Menschen, die jetzt mit Spiritualität oder sage ich mal alternativen Sachen nicht viel am Hut haben können, oft, sage ich jetzt, mit
Dingen, wo sie nicht sehen und wo trotzdem was passiert, relativ wenig anfangen. Und so eine Klangschale, also ich habe damals, wie ich eben versucht habe, das im Familienkreis oder im Freundeskreis zu erklären, was das ist, habe ich gesagt, ihr müsst euch vorstellen, es ist ein Instrument, aber es ist eigentlich wie eine Suppenschüssel, eine klingende. Ja? Es ist eine Schale, das tut nichts. Ja, das tut euch nichts. Das ist, man kann es am Körper stellen, man kann es auch neben den Körper stellen. Es ist überhaupt kein Problem, man kann es ganz leise anspielen. Ja. Und mit den Schwingungen, ihr werdet sehen, das tut euch gut. Und damit hast du auch was in der Hand, das auch jemand nehmen kann, der jetzt nicht unbedingt in, weiß ich nicht, wie vielen Ausbildungen schon war oder der, sage ich auch, alternativen Methoden oder Geschichten eher skeptisch gegenübersteht. Nicht? Mhm. Und das ist, weil du hast etwas zum Nehmen und du hast etwas auch, was du doch auch geistig begreifst. Aber das Schöne ist, dass Musik geht ja auf Emotion. Also bei einem Therapeuten spreche ich und da muss ich mir bewusst sein dessen, was ich spreche. Und eine Klangschale, da spricht man nicht, wie du gesagt hast, das ist etwas, das geht direkt ins Herz, das geht in die Emotion und ohne Worte. Ja, und jeder, der schon einmal massieren war und weiß, wie das ist, wenn der Masseur ständig redet und man sich denkt, bitte vielleicht einmal 3-4 Minuten einmal Pause, ja, ich will jetzt nicht. Ja. Bei der Klangschalenmassage wird nicht gesprochen. Nicht? Also es ist, ja, aber es ist so, ja, cool. Es ist wirklich Ruhe, es wird vorgesprochen, nachher gesprochen, aber währenddessen wenig bis gar nicht. Und das ist auch sehr angenehm, also wenn man jetzt der Genießende ist, nicht der Gebende, sondern der Genießende, dass man wirklich auch nach der Arbeit vielleicht auch mal wirklich abschalten kann und nichts erklären muss oder sich nicht erklären muss, sondern das einfach wirken lassen kann. Ja, voll. Voll. Irene, ich sehe da im Hintergrund, ich möchte es jetzt doch noch ansprechen, im Hintergrund eine wunderschöne Schamanentrommel. Magst ja. du noch erzählen, wie du zu ihr gekommen bist? Also das ist, ich habe zwei. Ja. Und das ist meine erste. Ja, da ist es so, dass auch über das Klangschalenseminar bei der Bettina habe ich die Trommeln hängen gesehen und habe dich eben dann noch gefragt, wo du die hast machen lassen und oder ob du sie selber gemacht hast. Und du hast mir erzählt, du hast sie selber gemacht. Und da gibt es jemanden im Waldviertel, den Reinhard, und der Bau, also der bietet das an. Und ich habe meinem Mann, ich habe mir gedacht, ich schenke ihm das zu Weihnachten und wir machen einen Trommelbau-Workshop. Und ich wollte eben eine Schamanentrommel bauen, weil ich mir schon gedacht habe, dass ich die dann vielleicht einmal brauchen werde in späteren Zeiten. Und mein Mann wollte eine Djembe bauen, zu dem ist es dann nicht gekommen. Und wir haben beide gemeinsam diese Schamanentrommel gebaut. Und erst jetzt im Nachhinein, wo ich mich auch ein bisschen damit befasse, eben auch im Rahmen der Frauenkreisleiterinnenausbildung und eben auch in anderen Seminaren die Geschichte mit männlich-weiblich, Yin-Yang und den Polaritäten. Und ist mir aufgefallen, also diese Trommel ist sehr mächtig. Also wenn man die Trommel anschlägt, also ich habe es nicht einmal gehabt, dass die Menschen, die ich bespielt habe, und da habe ich nicht drauf gedroschen, sondern nur leise drauf getrommelt, dass ich die haben niedersetzen müssen. Also sie ist sehr mächtig. Und erst jetzt vor kurzem ist mir gekommen, warum? Weil ja beide Energien von uns drinnen sind, von meinem Mann und von mir. Und dann habe ich mir gedacht, na, das ist kein Wunder, dass die so mächtig ist. Voll. Weil wir haben Voll. Beide viel Energie. Ja, und auch das, da hatten wir ja auch ein Seminar, also mit Trommeln und mit den Trommelklängen und was man da alles machen kann. Und das ist ja alles mit sich, da fließt ja eines ins andere, nicht? Also es ist ja nicht so, dass das abgetrennt ist oder dass man jetzt nur ausschließlich mit Klangwerkzeugen arbeitet, sondern das ist auch intuitiv, dass du mal eine Klangschale dazu holst oder so wie beim Frauenleiterinnen-Seminar, wo ich dann in der frühen Morgenkreis gemacht habe, und da habe ich auch die Klangschalen genommen dazu. Und das war halt das, was mir halt eingefallen ist und hat wunderbar gepasst. Und genauso ist das, also die ergänzen auch viele andere Methoden oder Sachen, die man halt machen kann.
und unter anderem eben auch ergänzen sie sich wunderbar mit Trommeln. Und das ist eben die, und die haben wir sehr lieb. Und die hat auch ihren eigenen Willen. Manchmal will sie nicht klingen, dann geht's wieder. Und ja. Voll spannend. Ich finde es auch so eine schöne Geschichte, dass ihr das gemeinsam gemacht habt. Ja, nein, es war total toll. Und der Rhein hat eben, das war eben auch, der ist eben Schamane eigentlich. Und das habe ich natürlich nicht dazu gesagt, wie ich den Gutschein geschrieben habe. Und es war wirklich, also das war so ein besonderer, außergewöhnlicher Mensch im Waldviertel. Und auch die Erfahrung von ihm. Und muss ich halt auch wieder sagen, wäre ich in der Ausbildung nicht gewesen, wäre ich dort nicht hingekommen. Ja. Also es ist ein Weg. Und ich habe gelesen den Satz wieder, die beste Investition im Leben ist eigentlich die in sich selber. Und das kann ich nur unterstreichen. Also es ist alles, was du lernst, kann dir keiner nehmen. Alles andere kann dir genommen werden. Aber was du lernst, das bleibt dir dein Leben. Und ob du da dich unterstützt und dir das Skills aneignest, wie das so schön heißt in der Managementsprache, oder jemand anderen etwas gibst, das ist ganz, ganz unwesentlich. Ja. Und du lässt ja alles zusammenfließen in deine Arbeit. Also da, ja. Was ich weiß, ist Reiki, du hast die Klangschalen, also Klänge überhaupt sind ja nicht nur Klangschalen, sind ja noch andere Klanginstrumente auch, eben unter anderem die Trommel auch. Jetzt machst du gerade die Ausbildung zur Frauenkreisleiterin, Prozessbegleiterin. Also da ist ja ein riesengroßes Potpourri und ich weiß nicht, ob du vielleicht davon vorher ja wahrscheinlich auch schon was gelernt hast und das lässt du ja auch reinfließen. Weil, also ich habe ja zum Beispiel Bürokauffrau gelernt, ja, ganz eine andere Welt. Und heute kann ich sagen, dadurch, dass ich selbstständig bin, bin ich ja froh, dass ich, also mit gewissen Dingen mag ich mich nicht beschäftigen, bin ich auch froh, dass ich das mal an meine Tochter weitergeben kann, so Buchhaltung und so weiter. Aber im Grunde genommen, die Organisation auch, nicht? Also um eine Firma zu leiten, ist es ja dann auch gut, einfach so bürokaufmännische Fähigkeiten zu besitzen. Und ich schätze mal, dass das bei dir genauso ist, dass du in deinem Arbeitsfeld einfach wirklich ein riesengroßes Potpourri an Möglichkeiten an all den Menschen anbieten kannst, die Unterstützung, Begleitung benötigen, oder? Ja, und es ist natürlich, also alles, was, sage ich jetzt, Konzepte sind oder etwas vorbereiten, das liegt mir gut. Und es ist so, also der Wunsch ist sicher bei den meisten, glaube ich auch, die sich anfangen für so Ausbildungen zu interessieren, verschüttete Talente oder also frei zu schaufeln oder eine Sehnsucht zu befriedigen, die im Büroalltag und im Leben nicht befriedigt wird. Und dann beginnt man zu suchen. Und das sind dann verschiedenste Arten von Seminaren. Und ja, und ich kann, also ich ziehe sehr viel Kraft. Ich habe auch gesagt, also die Klangschalenausbildung hat mich damals über das Jahr gerettet, muss ich sagen, weil es war wirklich also im Büro extrem stressig. Aber dadurch, dass der Fokus bei mir woanders war, und das war damals bei den Klangschalen, war es für mich, ich habe mich jedes Mal auf Seminar gefreut. Ich habe irrsinnig viel mit nach Hause auch genommen, was ich zu Hause dann auch kundgetan habe. Auch meine Freundinnen haben sich immer gefreut, wenn ich mit irgendwelchen neuen Sachen gekommen bin. Die freuen sich auch heute noch, wenn sie eine Massage bekommen. Also so ist es nicht. Ja, und für mich war es einfach wirklich kostbar und wertvoll und auch andere dann an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Und das macht eben unter anderem die Frauenkreisausbildung, in die du eben das alles einfließen lassen kannst, wenn du dann einen Frauenkreis leitest. Ja, das aus vielen Elementen auch von der Klangschalenausbildung herrührt. Und ich muss immer wieder sagen, es sind einfach Sachen, die man lernt, die ich gelernt habe, die so verinnerlicht sind, dass ich jetzt manchmal pass erstaunt bin, dass jemand das, also nicht auch alles weiß. Also mir ist es letztens einmal in einem Gespräch mit einer Frau so gegangen und die hat gar nicht gewusst mit Räuchern zum Beispiel, was man da tut und wie. Und das war eben zu Samhain, also zu Allerheiligen. Und da haben wir geräuchert, haben einen Frauenkreis gemacht.
Und ich war so erstaunt, nicht? Und dann habe ich mir gedacht, also bevor du bei der Bettina im Seminar warst mit den Klangschalen, hast du auch nicht gewusst. Und das ist noch nicht lang her, das ist 3 Jahre her oder so, was man mit Räuchern jetzt alles tun kann, wie weit das unterstützt. Und es ist unglaublich, wie man dieses Wissen also tief in sich einsaugt und wie hungrig wir auch sind danach. Also es ist wirklich eine große Sehnsucht da, so eine gewisse Leere zu füllen. Und ich glaube, dass das bei vielen Menschen so ist. Vor allem Frauen, die sich das trauen auch. Ja, ja. Frauen, glaube ich, öffnen sich da ein bisschen mehr als Männer. Ja, voll. Ja, berührt mich gerade ganz, weil ich total in Resonanz mit deinen Worten. Ich fühle das in meinem eigenen Leben mit mir selbst auch so. Und auch so dieses, ich bin auch so bedürftig, ja, gesehen werden zu wollen. Aber jetzt nicht als Schulleiterin oder sonst irgendjemand, sondern so wie wir es jetzt in unserem Gespräch auch haben, dieses gesehen werden als Mensch, als Herzensmensch, wo wir uns auf Herzensebene begegnen und uns gegenseitig Raum schenken und ja, Sichtbarkeit auch, ja, mit unserem Thema, die uns jetzt gerade beschäftigen. Und das ist, also, wenn wir da gerade so ein bisschen rüber switchen zu der Frauenkreisleiterin und Ausbildung, für mich persönlich ja auch so ein, also ich habe das heute auch mit einer Frau besprochen, die bei mir in der Praxis war, und ich habe gesagt, wenn es ein Wort gibt, das meine Arbeit, egal was ich anbiete, ja, ob ich Kurse mache, Ausbildungen anbiete oder Einzelbegleitung. Und wenn es ein Wort geben sollte, was alles das beschreiben sollte, dann ist es Berührung. Und ja. Für mich ist Berührung eines der Grundenergien, die wir alle brauchen, um heranzuwachsen als Lebewesen und natürlich auch um gesund, ein gesundes Leben zu leben, um berührt zu werden. Und Berührung kann ja stattfinden, bereits schon durch unsere Augen. Wie viele Menschen können dir in einem Gespräch nicht in die Augen schauen? Und das ohne Wertung, einfach nur als Beobachtung. Und wir können einander berühren, indem wir ein so schönes Gespräch führen und wir spüren einander auf Herzensebene, so wie wir auch schön sagen, so von Schwester zu Schwester, wo es keine Wertung mehr gibt, du bist größer, länger, älter oder was auch immer, sondern wir begegnen uns auf Herzebene. Und das ist eine Berührung. Und das führt manchmal zu Tränen. Also das kann auch in der Klangschalenausbildung oder in so einem Prozess, in so einer Prozesssitzung natürlich auch passieren, dass Tränen fließen. Und ich habe auch viele Tränen schon fließen lassen dürfen, in meinen eigenen Prozessen, wenn gerade, ich habe es euch damals ja erzählt, wie ich meine eigene Ausbildung in der Klangschalenausbildung hatte, habe ich 3 Tage lang durchgeweint, weil ich da, obwohl ich es nicht wusste, warum ich weine, ja, aber mein Körper, meine Seele, die wollten da etwas durch die Klänge in Befreiung bringen, und das ist über die Tränen gegangen. Und erst am 3. Tag habe ich gemerkt, wow, ich bin richtig auf meinem Weg jetzt angekommen. Also ich habe mich auch noch so ein bisschen so ganz, ganz fresh gefühlt auf diesem neuen Platz. Aber ich habe gemerkt, dass das bin ich wahrlich. Und das ist der Zauber für mich auch, immer wieder so dieses in Berührung, in Begegnung zu kommen. Und dabei kann so viel Heilsames passieren. Ja, ich sehe das auch so, und sich auch einmal gestatten zu dürfen, zu weinen, weil ich mir auch manchmal gedacht habe, wo sonst, wenn ich da im Büro oder bei der Familie oder, und wenn es so ist, dann machst du dich auf und du hast halt ein geschütztes Umfeld in der Gruppe, und das ist einfach so und das brauchen wir auch. Also wenn wir das Vertrauen haben, dann können wir uns aufmachen und dann kommt einfach was raus, und das soll auch so sein. Also das ist genau das eigentlich, um was es geht. Und eben bei den Klängen ist es eben so, dadurch, dass die eben nonverbal sind, die unterstützen das auch. Und das heißt jetzt nicht, dass jetzt ständig geweint wird. Es wurde auch bei uns sehr viel gelacht, also bis zum... Genau. Also am schönsten ist immer das Lachen, wenn man nicht darf. Ne? Genau. Ja, und das ist auch, und das ist eben auch so, es ist so ein leichter und fröhlicher Rahmen, und auch
Also bei dir, das Umfeld, das ist auch so zauberhaft. Also es ist einfach ja getragen von sehr viel Liebe und von sehr viel Respekt auch. Und das ist auch etwas, das, sage ich einmal, nicht immer selbstverständlich ist. Und wie gesagt, diese Achtsamkeit, die du wirklich im realen Leben, sage ich jetzt, im Büroleben, wo du sogar angehalten wirst dazu, darüber zu gehen, weil du gewisse Sachen machen musst. Und diese Achtsamkeit wieder zu lernen, auch sich selbst gegenüber, ich glaube, das ist das größte Geschenk. Also dieses sich aufmachen und eben diese wahnsinnig vielen Inputs, also diese wahnsinnig vielen Anknüpfungspunkte, die du dann hast, wo du siehst, was du alles noch nicht weißt, ja, und was dich alles weiter interessieren könnte. Und das war bei der Klangschalen-Ausbildung, das war so ein Universum, ja. Das war, also da hat sich so was Riesiges aufgemacht, ohne dass ich jetzt in einem Tempel sitze, mit einem Yogi oder mit einem Guru. Ich weiß nicht, was in leicht verständlichen Worten für mich, wo dann auf einmal gegangen ist, zack, ah ja, genau, so ist es, ja, das war's. Und das war für mich, also ich war wahnsinnig stolz, wie ich das Zertifikat bekommen habe. Und ich war aber auch gleichzeitig sehr traurig, weil es aus war. Das ist dieses Loslassen und das wieder aus einer Gruppe gehen. Auch etwas, was man unbedingt lernen muss. Auch, dass die Frauen, die man kennenlernt, die sind ja nicht aus der Welt. Du hast ja so ein tolles Netzwerk aufgebaut. Und das ist ja unglaublich. Also auch, egal wie groß das ist, wie klein das dann auch ist, die Welt, nicht? Also wen du dann immer wieder triffst und welche Verbindungen du dann sofort wieder hast, wenn du die Frau irgendwo einmal wo triffst, wenn du mit ihr ein Jahr in der Ausbildung warst. Das ist alles, ich finde, das ist wunderschön. Ja, toll. Und auf einer leichten Ebene einfach. Eben wie du sagst, Herzensebene. Also ich habe das so in der Art und Weise noch nicht gekannt, muss ich sagen. Und für mich ist es wahnsinnig bereichernd. Also nach wie vor, ich möchte nicht sagen, es war bereichernd, es ist einfach bereichernd. Ja. Ja, voll schön. Ja, es ist so. Irene, du Liebe, wo bist du zu Hause? Wo können die Menschen dich finden, wenn sie sagen, Gott, da möchte ich jetzt mal zu Irene kommen, die hat mich jetzt berührt? Also es ist so, ich bin in Mauerbach zu Hause. Ich übe die Klangschalenmassagen, also als reine Massage, zurzeit nicht gewerblich aus. Ich mache es im Freundeskreis und im Familienkreis. Das, was ich aber allerdings vorhabe und wo ich auch schon mittendrin bin, allerdings auch noch nicht gewerblich, sondern weil ich jetzt noch in der Ausbildung bin, mache ich es noch, sage ich ja mal, auf freundschaftlicher Basis, Honorarbasis oder wie auch immer, also mit einer Beteiligung beim Essen oder so, ist bei den Frauenkreisen. Also ich habe auf jeden Fall vor, dass ich Frauenkreise anbieten werde und da werde ich sicher die Klangschalen dazu ziehen. Ob das ist in einen einfach für eine Morgenmeditation oder um einfach zu erklären, was eine Klangschale tut, sie einfach einmal herzuzeigen, dass einmal Menschen sie auch mal angreifen dürfen. Und ja, und das möchte ich machen, eben auch mit Trommeln vielleicht einmal oder orientalisch tanzen habe ich auch gelernt. Also das kann man da auch machen. Ah. Alles, was sozusagen Spaß macht, ja, basteln, Schmuck machen, wie auch immer. Und da möchte ich es auf jeden Fall weiter betreiben und ich werde sicher immer so eine Art Potpourri machen. Ja, und so stelle ich mir das vor, dass ich das zukünftig... Das heißt, die Leute können zum Beispiel über Facebook auf dich aufmerksam werden? Oder? Genau, ja. Also es ist natürlich in der jetzigen Zeit ist ein bisschen schwierig, ne? Also so wie die Lockdowns waren, ne? Das ist schwer, hast du eigentlich überhaupt nichts machen dürfen. Aber ich habe schon vor, also zukünftig auch zu dir in die Mondgruppe hinein, also Facebook-Veranstaltungen anzubieten und das dann auch dementsprechend dann den Termin und das Thema und so weiter zu sagen. Und ja, wie gesagt, bei uns gibt es dann auch immer ein bisschen was zum Essen. Da bringt dann jeder was mit. Und das letzte Mal, wie wir das gemacht haben, das war sehr schön. Da haben wir dann noch so ein Picknick angeschlossen. Und das war wirklich nett. Also das ist,
Ja, und da möchte ich es auf jeden Fall, ob das jetzt die Stimmgabel ist, einen Gong habe ich auch, oder ob das jetzt mit den Trommeln ist, wie auch immer, however, Voll schön. in die Du Richtung zu gehen. hast ja auch vorhin ganz kurz angesprochen, ich habe mich jetzt ganz kurz nur angesprochen, deinen Schmuck. Einen Schmuck. Deinen Schmuck, du machst ja jetzt Ja, seit neuestem ja, Schmuck, gell? ja, 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 ja. Na, ich mag das gern. Ich bin eine, heißt das Elster, heißt das? Ja. Elster ist die Ideale. Ja, genau. Oder ein von den Sanggestalten, welch ein Zwerg, der auf den Steinen sitzt. Und ich habe zu Steinen irgendwie eine immer tiefere Beziehung, also so wie zu Bäumen. Also es nimmt teilweise seltsame Ausmaße an, aber ich sage einmal, ich greife sie einmal sehr gerne an und ich schaue sie sehr gerne an. Und ja, da bin ich eben auf die Idee gekommen, dass ich mir das selber, ein paar Sachen selber mache, wenn es das einfach nicht gibt am Markt. Und habe mir das jetzt auch angeeignet, wie man das macht. Und ja, möchte es auch weitergeben, so wie alle. Also, mein Gott, ich habe, aber wie viele Frauen, nicht? Es schlummert in jeder Frau drinnen, auch in jedem Mann. Aber ich spreche jetzt vor allem die Frauen an, weil ob das jetzt ist, auch Häkeln oder Stricken, das klingt auch so banal. Aber wie ich meine kleinen Kinder gesittet habe, habe ich nicht lesen dürfen, sonst auch nichts. Aber stricken habe ich daneben dürfen. Da haben sie brav gespielt. Und stricken hat durchaus was Meditatives. Also was ich für Pullis gestrickt habe, ja, damit ich das Gefühl gehabt habe in der Karenz, was habe ich den Tag getan? Ah, super, ich habe gestrickt. Ja, also auch dieses Stricken, Häkeln und dieses, und wie du immer sagst, es gibt kein Falsch und es gibt kein Richtig. Und du brauchst einfach nur einmal einen Zugang zu etwas. Und wenn du dich dann dafür interessierst, und der Ausschlag kann ein Seminar sein, kann ein Frauenkreis sein, kann eine Freundin sein, kann auch eine Dokumentation im Fernsehen sein. Und auf einmal hat man was Neues, Sinnerfüllendes, was dir so viel Spaß macht, dass du dich jedes Mal schon freust, wenn die Arbeit aus ist, dass du Voll. endlich beginnen kannst, ja, und deine Batterien wieder auftanken kannst. Voll. Ah, voll schön. Ah, Irene, ich bin ganz, ganz berührt. Also ich meine, uns beide verbindet sowieso etwas ganz, ganz Tiefes im Herzen. Also ich habe das Gefühl, wir sind sowieso Schwestern aus vielen früheren Leben. Und ja, so. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch, Gerne. für deine Energie und würde gern das Gespräch wieder mit einem Klang beenden und bedanke mich bei euch beim Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaut mal auf Facebook in die Mondhüttengruppe zur weiblichen Entwicklung weiblicher Spiritualität, so heißt die Gruppe. Und da findet ihr auch die Irene und mich und viele andere Frauen. Und in diesem Sinne, liebe Irene, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Euch da draußen alles, alles Liebe. Danke, Bettina. Danke.